Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Geliebt, Geborgen, Frei mit Pädagogin Ada Jungblut. Ich freue mich so sehr, dass du den Weg zu diesem Podcast gefunden hast. In diesem Podcast teile ich mit dir mein Wissen über Kinder, über bindungs- und bedürfnisorientierte Begleitung der Kinder im Alltag und verhelfe dir zu einem harmonischen und friedlichen Leben mit deinen Kindern. Wie schön, dass du da bist! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge. Und diese Podcast-Folge wird wieder so besonders sein, denn heute habe ich die wunderbare Elena Pfarr bei mir im Interview. Elena ist eine Logotherapeutin, hat ihre Praxis in Ulm und mit Elena, die mich sowohl als Frau als auch liebe Kollegin so begeistert, ich bin so richtiger Fan von der Elena geworden. Mit der lieben Elena sprechen wir heute über das Thema frühkindliches Trauma. Ja, das Thema ist nicht einfach. Und wenn ich selbst vielleicht so das Wort Trauma höre, ist für mich das Wort so ein wenig schwer. Ne? Das zieht irgendwie nach unten. Das habe ich auch bis zu diesem Interview so gefühlt. Aber als ich das Interview mit Elena geführt habe, habe ich so viel Leichtigkeit in mir gespürt. So viele Möglichkeiten habe ich gesehen. So viele Chancen, mein Leben zu leben, mich selbst zu lieben, mich selbst anzunehmen. Ich bin so, so froh, euch dieses Interview zur Verfügung stellen zu dürfen. Ich bin so froh, dass Elena sich bereit erklärt hat, mit mir ein Interview aufzunehmen. Denn dieses Thema finde ich so grundlegend, so, so wichtig für Entwicklung jedes Menschen. Ja, also meine Lieben, hört euch auf jeden Fall dieses Interview an. Wir sprechen mit der Elena in der nächsten Stunde über so viele grundlegenden. Ja, und ich wünsche euch jetzt, bevor ich weiter rede und rede und rede, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ich freue mich so sehr, dass du heute in meinem Podcast bist und dass du die Zeit gefunden hast, dabei zu sein und mit mir über dieses wichtige Thema sprechen. Schön, 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 dass du da bist. Ich freue mich auch, liebe Ada. Ja, und das ist deine erste Folge oder Podcast-Folge, ne? Du bist bei mir zum ersten Mal im Podcast. Genau, also das ist eine Premiere und ja. Ich hoffe, dass das funktioniert, auch mit der Technik. Also ich bin schon tatsächlich aufgeregt. Ja. Also nicht wegen dem Inhalt, sondern dass das alles so funktioniert. Ja, das wird funktionieren. Also wir machen das einfach wie immer einfach ganz locker und das ist immer das, was den Menschen gefällt, nichts Gestelltes, sondern wir sprechen einfach über das Thema frühkindliche Trauma. Und genau, Elena, du bist eine Logotherapeutin. Ne? Und als ich gestern auf deiner Seite so ein bisschen rumgelesen habe, vor allem über dich, habe ich mich schon gefragt, was ist denn überhaupt Logotherapie? Kannst du mal was dazu erzählen? Also Logotherapie, das wird bei uns ganz viel verwechselt mit Logopädie. Mhm. Also Logopädie ist ja das mit der Sprache und Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie. Also von dem Wort Logos, da geht es um das Wort, um den Sinn, also quasi durch das Wort einen Sinn finden, also eine Gesprächstherapie klassischerweise. Und das geht zurück auf Viktor Frankl. Mhm. Viktor Frankl war ein Wiener Psychologe, der war Philosoph und Psychiater in Wien. Der hat gelebt zu Zeiten von Freud und Adler, also an den Anfängen von der Psychotherapie. Und er war Schüler von Freud und hat ganz viel Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse gemacht. Aber er kam für sich zu dem Schluss, naja gut, so die Prägungen, die wir haben ganz früh als Kind, das ist das eine, aber wir müssen einen guten Umgang damit finden. Und für mich war das damals unglaublich faszinierend, dieser Ansatz zu sehen, ja, es ist vieles passiert, was wir nicht ändern können in unserem Leben. Wir haben das Leben zu verantworten und wir haben
eine Lösung daraus zu finden. Und so dieser Sinnaspekt auch. Also der Frankl sagt, wir brauchen ein Wozu zum Leben, dann ertragen wir fast jedes Wie. Ja. Also wenn wir eine Perspektive haben, für das wir leben wollen, für das wir uns einsetzen wollen in der Welt, dann gelingt Leben. Mhm. Also der hat auch viel mit Suizidpatienten gearbeitet und hat quasi in seinen Studien beobachtet, was trägt Menschen in schwierigen Situationen und was befähigt sie, trotz allem weiterzumachen. Mhm. Und er war ja Jude und er kam ins Konzentrationslager und hat dort quasi seine Thesen auf extreme Weise quasi verifizieren können. Mhm. Also er sagt, so diese Zeit im Konzentrationslager war für ihn das Experiment Crucis, also wo er quasi in sehen konnte, was Menschen befähigt. Ja. Er hat auch, also als das alles zu Ende war, ein Buch geschrieben, das ist heute noch ein Bestseller, der, ich glaube, in jeder Sprache der Welt inzwischen übersetzt. Mhm. Das heißt, trotzdem Ja zum Leben sagen, wo er seine Erfahrungen im Konzentrationslager beschreibt, auf eine sehr konstruktive Art und Weise. Mhm. Also er sagt, wir haben einen Satz, quasi den er in dieser Zeit mit sich, wie mantraartig mit sich getragen hat, war, ich entscheide, wie ich auf das, was mit mir passiert, reagiere. Mhm. Also so quasi in dieser Extremsituation, wo wir kaum Handlungsspielraum haben, gibt es doch einen kleinen Raum, wo wir entscheiden können, was wir mit dem machen, was passiert. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Mhm. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Mhm. Ja. Und dann habe ich gestartet, voller Motivation und habe gedacht, ja, ganz genau. Durch die logotherapeutische Intervention finden wir Sinn, wir finden eine Aufgabe, wir finden eine Perspektive, egal wie schwierige Situationen zu bewältigen. Mhm. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt Menschen, die sind sehr, also es kommen Menschen, die sind willens, die wollen ganz arg viel bewegen in ihrem Leben und trotzdem gelingt es nicht. Ja. Also die finden eine Sinnperspektive, die finden eine sinnvolle Arbeit, die finden einen Horizont und dennoch sind sie depressiv, überwinden sie ihre Ängste nicht. Mhm. Also irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Ja. Und so in meiner Euphorie habe ich gedacht, naja gut, die strengen sich halt alle nicht genug an. Ja. Würden sie sich mal mehr anstrengen, würden die ihren Hintern zusammenklemmen, dann wird das schon funktionieren. Ja. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann, nein, ich tue den Menschen Unrecht. Also die sind willens, die möchten was verändern. Mhm. Und manchmal gelingt es und oft halt nicht. Und das frustriert auch einfach so, wenn man sich so bemüht, so viel macht und schlussendlich man immer wieder an die gleichen Grenzen stößt. Mhm. Und so kam ich dann über die Zeit auf das Thema Trauma, wo ich gemerkt habe, Trauma ist nochmal an anderen, also das überwältigt uns. Und da, aus Trauma lernen wir nichts. Mhm. Also wir werden nicht gestärkt durch Traumaerfahrungen. Mhm. Wir können, wenn wir eine gute Grundkonstitution haben, bilden wir Überlebensstrategien aus, damit wir trotzdem Ja zum Leben sagen. Ja. Dass wir trotzdem uns jeden Tag aufrappeln. Aber es ist ein sehr, sehr anstrengendes Leben. Mhm. Und ich würde es heute nennen, so vom Überleben zum Leben. Und viele meiner Kollegen der Logotherapie, die möchten das nicht gern hören, wenn ich sage, die Logotherapie unterstützt Überlebensstrategien. Wir können dadurch dann sehr erfolgreich Dinge bewältigen, aber innerlich ist es immer ein Kampf. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch Leben, das kein Kampf ist. Ja. Sehr interessant. Ja, also das Hörbuch von Viktor Frankl habe ich mir auch angehört. Also das ist, also kann ich jedem nur empfehlen. Also, ne? Einfach um zu schauen, dass man, egal was uns passiert, ja, so wie du sagst, immer zum Leben, dass wir immer zum Leben Ja sagen können. Ja, auch in ganz schwierigen Situationen. Aber auch wenn wir zum Leben Ja sagen, habe ich schon persönliche Erfahrungen gemacht, dass man trotzdem merkt, es geht irgendwie nicht voran. Ich will, ich bin motiviert, aber das Etwas reißt mich immer wieder nach unten. Ja. Und
das beobachte ich zum Beispiel auch in meinem Online-Kurs, du hörst auf dein Kind anzuschreien, als ich den Kurs gestartet habe, ja, war das oft beiden Müttern auch so, dass sie total motiviert waren. Sie wollten, sie hatten quasi alle Methoden, Instrumente, alles an die Hand bekommen, ja, alle Übungen, die man machen kann, aber es hat bei einigen trotzdem nicht geklappt, weil sie gesagt haben, ich bin in diesem Moment nicht ich, ich weiß nicht, was mit mir in diesem Moment geschieht, wenn mein Kind mich quasi auf die Palme treibt, dann reagiere ich einfach, so wie ich das vielleicht in der Kindheit gelernt habe, ja. Und für mich, also kannst du uns erklären, was ist überhaupt Trauma? Also du hast so schön das Beispiel schon gebracht. Also wenn wir in einen Zustand kommen, wo wir wie automatisch reagieren, also das, mir kommt es manchmal so, wie wenn man in einen Film reinkommt. Genau, ja. Der spult sich von alleine ab und ich finde den Ausschalte nicht. Wenn es dann vorbei ist, dann geht's wieder, dann können wir wieder klar denken, dann können wir auch wieder verantwortlich handeln. Aber in dem Moment, wo wir in diesem Modus sind, der Überwältigung, ist es uns nicht möglich, anders zu reagieren. Und im Grunde, das ist Trauma. Ja. Also Traumaerfahrungen sind, wir haben irgendwann in unserem Leben die Erfahrung gemacht, dass wir ohnmächtig ausgeliefert sind. Also wir haben von unserer Biologie her drei verschiedene Variationen auf Stress zu reagieren. Also wir können kämpfen, wenn wir in der Lage dazu sind, also wenn wir stark genug uns fühlen. Wir können flüchten. Also wenn kämpfen keine Alternative ist, dann flüchten wir. Und wenn flüchten auch nicht geht, wenn wir merken, wir sind zu langsam, schaffen wir nicht, dann bleibt uns die Erstarrung. Und früher dachte ich tatsächlich, es sind halt drei verschiedene Variationen. Aber diese Erstarrung ist das Trauma. Also das ist das, was auch nachhaltig in unserem System gespeichert bleibt. Es ist eine, also von unserer Psyche, von unserem Organismus wird in Gefahrensituationen maximale Hormone ausgeschüttet, um auf diesen Stress zu reagieren. Also Adrenalin, du kennst das, das ist Stress, dein Puls geht hoch. So quasi, genau. Du bist motiviert für Angriff, für Kampf. Und dann merkt aber, also das ist unbewusst, das geht ja blitzartig, diese Steuerung, wo wir merken, wir haben keine Chance. Und dann sind wir mit, unser System ist quasi auf Vollgas aktiviert und gleichzeitig hauen wir die Handbremse rein. Tun also wir nichts. Wir bremsen abrupt ab, um in diese Erstarrung zu kommen, weil das die einzige Möglichkeit ist. Und diese extreme Ladung an Energie, die quasi so plötzlich abgebremst wird, das ist das, was unser Körpersystem überfordert. Und das bleibt in der Regel gespeichert. Also wenn wir die Möglichkeit haben zu handeln, also quasi diese aufgestaute Energie abzureagieren, dann kann das abfließen. Aber wir sind erstmal in dieser Schockstarre gefangen und irgendwann berappeln wir uns wieder und suchen, also Überlebensstrategien, wie wir weitermachen können. Wir schauen auch, dass wir in solche Situationen nie wiederkommen, wie wir uns besser verhalten können, damit wir diese Ohnmacht, dieses Ausgeliefertsein nicht wieder erleben müssen. Und das ist im Grunde, was dieser Traumamechanismus macht. Also es gibt am Anfang, bevor das Trauma war, eine gesunde Psyche, also eine Ganzheit, wir sind rund, wir sind komplett. Dann passiert dieses Ereignis, das uns überfordert. Das ist quasi dieser traumatisierte Anteil, der wird abgespeichert in unserem Körper und abgespalten, damit wir weiterleben können. Im Grunde eine ganz tolle Strategie, die Natur so eingerichtet hat. Ja. Nur das Problem ist, es bleibt ein Dauerstress. Der Trauma, also dieser traumatisierte Anteil auch, der glaubt, die Gefahr bleibt nach wie vor bestehen. Ist nicht vorüber. Also ein Teil in unserem Körper ist immer in Hab-Acht-Stellung. Ja. Und wir finden Strategien quasi, um uns zu schützen künftig. Also wir schauen, wie wir die Lage besser kontrollieren können, wie wir besser mit umgehen können. Also zum Beispiel Menschen, die viel Trauma erlebt haben, haben eine latente Angst,
Die sehen permanent Gefahr und versuchen natürlich dann, das zu kontrollieren. Mhm. Also wenn wir als Kind uns oft ohnmächtig erlebt haben, schauen wir natürlich, das ist dann die Trotzmacht des Geistes, dass wir schauen, möglichst stark zu sein, dass uns sowas nicht wieder passiert. Ja. Nur wir können das nicht verhindern. Und wir kommen wieder in Situationen, in denen wir uns ohnmächtig fühlen. Und sobald diese alten Emotionen, die Situation ähnlich ist wie diese alten Ohnmachtserfahrungen, kommen diese ganzen Traumagefühle hoch. Ah. Und es haut uns quasi in einen alten Film zurück. Ja, ja. Und je nachdem, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder rutschen wir in diese als Kind erlebte Ohnmacht, wo wir ausgeliefert waren, oder wir vertauschen die Rollen quasi. Wir schlüpfen. Mhm. Also wir werden quasi dieser Elternteil. So quasi, wir schlüpfen. Der komplett ausflippt und uns in diese Ohnmacht bringt. Ja. Also wie, wann, was greift, keine Ahnung, individuell unterschiedlich. Mhm. Aber einmal entweder in diesen Ohnmachtsmodus und das ist ja auch von Situation zu Situation abhängig. Mhm. Also Kinder sind uns in der Regel unterlegen. Ja. Also da tauschen wir die Rollen und dann flippen wir aus, so wie unsere Eltern ausgeflippt sind. Also meine Kinder heute, die sind ja schon groß, das passiert selten, dass ich dann mal tatsächlich die Fassung verliere. Aber wenn, dann merke ich, das habe ich früher immer schon gemerkt, ich sage Sätze, das Originalton meiner Mutter. Mhm. Und das habe ich in meinem normalen Sprachgebrauch gar nicht. Mhm. Wenn die Kinder klein sind, sind die erschreckt und denken, Gott, was ist hier passiert? Mhm. Heute sagen die, sag mal, wie redest denn du? Das sind ja Worte, die benutzt du normalerweise gar nicht. Was ist mir los? Oh, so komme ich dann auch schneller wieder aus meinem Film raus, weil ich merke, wuh, hier passiert was. Das hat jetzt mit mir, mit der Situation nichts zu tun. Mhm. Also meine Reaktion ist auch vollkommen unangemessen. Mhm. Also das Drama jetzt ist längst nicht so groß wie meine Reaktion. Mhm. Und daran können wir auch sehen, ob wir Trauma quasi in unserem Rucksack mittragen. Wenn wir... Also wir sind erwachsen und wenn ein Kind weint, wenn es traurig ist, wenn es wütend ist, wir können das begleiten, normal, wenn wir in einem normalen Modus sind. Wenn wir aber in alte Traumaerfahrungen rutschen, die durch das Kind getriggert werden, dann ist vorbei mit unserer Erwachsenen-Souveränität. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Also du erzählst das und ich habe so Gänsehaut. Also das heißt, also unsere... Wir können eigentlich, wenn wir nicht anfangen, so ein bisschen tiefer zu graben und zu schauen, was war in unserer Kindheit, woher stammen die ganzen Emotionen, können wir eigentlich die Situation ja gar nicht kontrollieren, weil diese Emotionen kommen ja aus unserem Unterbewussten. Ne? Die kommen einfach und wir wissen selber manchmal nicht, dass wir so sein können. Ja, weil viele Mütter äußern mir zum Beispiel auch, ich stand da und hab geschrien wie eine Verrückte. Das Kind quasi war schon komplett am Boden. Ja, also das hat geweint und ich konnte einfach nicht aufhören. Und manche Mütter berichten auch über Angst vor sich selbst, vor eigener Reaktion. Ja. Dann kommt das Ganze aus unserem Unterbewusstsein, oder? Ja, ganz genau. Also gut, wir können natürlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was wir tun können. Mhm. Also Trauma verursacht immer Stress in unserem System. Mhm. Also wenn ich viel Trauma habe, also ich sage zum Beispiel als Bild, bei 100%, also wenn wir die 100%-Marke erreichen, dann haut uns quasi die Sicherung raus. Mhm. Wenn wir, je nachdem, was wir erlebt haben, haben wir vielleicht ein Grundstresslevel von 50%, wenn es gut läuft. Mhm. Also ich glaube, Leben geht nicht ohne Trauma. Also das ist was, das gehört einfach zum Leben dazu. Und wir können mit ganz vielem umgehen. Mhm. Aber es kommt halt das eine und das andere noch dazu. Und wie geht es im Leben? Wenn wir in einer entspannten Lebensphase sind, wenig ist, quasi bleibt unser Stresslevel bei diesen 50% und dann haben wir 50% Spielraum, um unser Leben zu leben. Mhm. Und es kommt jeden Tag irgendwas. Mit dem können wir umgehen. Ja. Aber jetzt kommt vielleicht irgendein Streit in der Beziehung, vielleicht sonst nur irgendein Konflikt bei der Arbeit, dann
also eine ganz neue Situation mit Kind. Mhm. Also da ist quasi unser Puffer von 50% einfach sehr ausgereizt. Also wir sind dann bei 90% oder 95%. Ja, ja. Und dann, je höher der Stress ist, bedingt durch Trauma-Rucksack und das, was im Leben aktuell ist, desto schneller haut uns die Sicherung raus. Ah. Wir können, also zum Beispiel diese ganzen Techniken, Meditation, mhm. Entspannung, Yoga, dadurch können wir natürlich unser inneres Stresslevel reduzieren. Also wir machen dann diese Übungen und wir schauen so, dass wir den Stress ein Stück runter regulieren können. Mhm. Und das hilft erstmal. Für viele reicht es auch vollkommen aus. Aber welche, die viel Trauma erlebt haben, das reicht nicht. Mhm. Manche zum Beispiel, die sind nicht in der Lage zu entspannen. Ja. Also ja. Ich habe früher immer gedacht, ja mei, ein bisschen Entspannungsübungen, das tut jedem gut. Mhm. Es stimmt nicht. Also Menschen, die viel überwältigende Erfahrungen gemacht haben, die sind in so einer Grundanspannung. Mhm. Und die vertragen Ruhe nicht. Also da kommen die gleich in so ein Stresslevel. Also je mehr Ruhe, desto mehr Stress haben die. Mhm. Also denen tut es besser, die machen Sport, die powern sich aus. Mhm. Weil mit Ruhe können die gar nicht umgehen. Also da fallen die sofort in einen Traumazustand. Mhm. Und da ist einfach jeder unterschiedlich. Und also ich finde, jeder weiß für sich, jeder kann das spüren, wie viel Stress trage ich mit mir rum, was kann ich handeln. Mhm. Und wenn ich die Zusammenhänge von Trauma kenne, dann merke ich schon, oh, ich glaube, es wäre effektiver, ich würde da mal hinschauen. Mhm. Also ich bin jetzt von mir aus sehr bequem. Also ich mag jetzt nichts extra machen. Ja. Und ich mache zum Beispiel Yoga, also ich mache so Ashtanga-Yoga, das ist sehr sportliches Yoga, das tut mir gut. Mhm. Aber für mich ist das anstrengend, das ist Sport. Ja. Und wenn ich da bin, ich muss oft schmunzeln, weil dann sagen die, boah, Gott sei Dank, diese Yogastunde, die hat meinen Tag gerettet. Also ohne mein regelmäßiges Yoga würde ich nicht durch die Woche kommen. Ja, ja. Und dann denke ich dann, also ich bin jetzt einfach nur müde. Also ich habe jetzt mich angestrengt und es ist gut. Ja, ja. Wie schrecklich, also ich fände es schlimm, wenn ich das brauche, um überhaupt meinen Alltag zu bewältigen, eine Stunde auf der Yogamatte zu stehen. Mhm. Ich meine, das kann man machen, aber ich finde dann, also da ist mir die Zeit zu kurzbar. Ja. Also ich finde jetzt die Traumaarbeit finde wesentlich effektiver, weil das quasi meinen inneren Stresslevel reduziert. Ja. So, dann kann ich Yoga machen, wenn ich will. Aber ich muss es nicht, um durch meinen Tag zu kommen. Ja, also du musst dann nicht, also das ist dann kein Muss, ja. Du, genau. Das ist, also Yoga ist in diesem Fall wie quasi wie ein Medikament oder eine Tablette. Also wir werden, genau. Wir werden ja von Yoga in diesem Fall auch, oder sind wir abhängig. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich total gestresst, ja. Aber genau. Du meinst, wir sollten einfach diesen chronischen, quasi diesen Grundstress so weit wie möglich durch die Aufarbeitung unseres Traumas reduzieren, damit wir nicht auf bestimmte Hobbys oder Aufgaben angewiesen sind, um uns gut zu fühlen. Ne? Also ich meine, jeder kann es natürlich machen, wie er mag. Ja. Also wenn jemand jetzt Spaß hat, jeden Tag Yoga zu machen, der sollte Yoga machen, der soll wegen mir nur eine Stunde dazu meditieren. Mhm. Nur, wie ist es, wenn wir kleine Kinder haben, wir kommen nicht dazu. Ja, ja, ja. Und gerade dann wäre es nötig, also in diesen Hochphasen des Lebens haben wir ja keine Zeit, die Dinge zu tun, die uns gut tun. Ja. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir regelmäßig quasi uns die Sicherung durchbrennt. Mhm. Und dann versuchen wir quasi uns einen Freiraum zu schaffen, das macht uns auch wieder Stress. Ja, ja. Also das ist einfach anstrengend. Mhm. Und wenn weniger los ist, dann können wir wieder uns auf das Yoga konzentrieren. Mhm. Also ich denke, jeder darf das für sich machen, wie er es mag. Ich mag halt für mich persönlich diese Auseinandersetzung mit meiner Geschichte, mit meinen Traumata, macht mir ein entspannteres Leben. Ja. Und wenn ich dann eh entspannter bin, habe ich sogar noch mehr Zeit für Yoga. Ja, das stimmt. Und das mache ich trotzdem. Mhm. Also es ist ja nicht so, das eine zu tun und das andere zu lassen. Ja. Aber je mehr persönliche Freiheit wir haben, desto entspannter kommen wir einfach durch den Tag. Ja.
Und für mich zum Beispiel, ich habe da ganz lange gesucht. Also ich befasse mich 20 Jahre lang mit Psychosachen. Mhm. Und ich kam erst vor einigen Jahren auf das Trauma. Und plötzlich, da habe ich so das Gefühl gehabt, das ist wie so ein neuer Horizont, der sich eröffnet, wo ich gedacht habe, plötzlich ist das alles logisch. Plötzlich macht es Sinn, warum Dinge so kompliziert sind. Plötzlich macht es Sinn, warum Menschen so komisch sind. Also ich beobachte es ja immer schon, dass Leute in ihren Film kommen und die manchmal denken, die wissen gar nicht, was sie tun. Ja. Und ich habe das nicht begriffen. Ich habe nicht begriffen, wie die Zusammenhänge sind. Und aus diesem Grund ist mir das Thema Trauma also ein Herzensanliegen, weil ich dann denke, boah, wenn wir darüber wissen, wissen wir, wo wir eine effektive Stellschraube drehen können. Mhm. Und wir können leichter unseren Alltag bewältigen. Und auch dieses, also was mir auch ganz wichtig ist, Trauma ist nicht, oh, schreckliches Trauma, alles ganz furchtbar. Nein, Trauma gehört zum Leben dazu. Und wenn wir einen vernünftigen Umgang damit finden, können wir daraus lernen. Mhm. Also wir können, erstmal lernen wir mit Trauma nichts, das überfordert unser System. Mhm. Aber wir sind heute erwachsen, wir haben alles, was quasi traumatisch abgespeichert ist, wir haben es überlebt. Mhm. Und wir haben heute ganz andere Möglichkeiten. Und diese Auseinandersetzung, die ist manchmal schmerzvoll, ja, aber im Endeffekt befreit es uns viel mehr, wie dass es belastet. Mhm. Es gibt unterschiedliche Formen und ich denke, also die Traumatherapie ist so die jüngste, jüngste Entwicklung in der Psychotherapie. Wir werden noch ganz andere Methoden finden, die noch viel effektiver helfen, damit eben wir diese Altlasten entkoppeln, dass wir unserem System begreifbar machen, Moment, das war früher, ist vorbei. Mhm. Du brauchst heute nicht mehr in Vorsicht, in einer Hab-Acht-Stellung zu sein. Das war damals nötig, heute ist es nicht mehr nötig. Du kannst einfach leben. Ja. Keine Angst, nicht mehr nötig. Ja. Und das finde ich einfach ein ganz toller Weg. Und dann erübrigt sich ganz viel. Also wir brauchen dann diese Strategien, die wir haben, nicht mehr. Also ich merke auch für mich in der Beratung, ich muss niemand mehr sagen, was er tun sollte. Mhm. Weil das wissen die Leute sowieso. Also die haben schon ganz viele Konzepte, die haben viele Bücher gelesen, die wüssten schon, wie es geht. Sie bekommen es halt nicht hin. Mhm. Und dann schauen wir das an, quasi, was quasi die, welche Blockaden da sind, lösen quasi die Handbremse und dann gibt es nichts mehr zu besprechen. Ja. Weil dann kann jeder nämlich sein Leben leben, so wie er sich das wünscht. Mhm. Und fertig. Und das finde ich einfach, also auch für mich persönlich, Maggie, das ist eine ganz andere Art des Arbeitens, die mir viel, viel mehr Spaß macht. Also da bin ich nicht mehr hier die kluge Beraterin, die irgendwelche tolle Ratschläge hat. Ja, ja, ja. Ich habe keine Ahnung. Das Leben, jeder ist Experte für sein eigenes Leben. Ja. Aber manchmal braucht es tatsächlich eine Unterstützung, um ja halt solche Bremsen zu lösen. Mhm. Und mehr ist nicht zu tun. Ja, weil alleine vielleicht sieht man das oder jenes auch nicht, wie man sich selbst irgendwie blockiert und ausbremst, ne? Und wenn da genau. Vielleicht jemand im Gespräch dir sagt, schau mal hin, spüre mal da hinein, dann ja, öffnet, also kann der andere auch einem die Augen öffnen. Ne? Ja. Also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, Trauma ist oft einfach weg, also wir haben die Erinnerungen nicht. Mhm. Meine Erfahrung ist auch, durch reines Reflektieren alleine kommen wir da nicht hin. Mhm. Weil da gibt es quasi wie so Wächter in unserem System, die sagen, berechtigterweise, no way. Da schauen wir überhaupt nicht hin. Das war schrecklich. Also die glauben ja, die haben diese Ohnmachtserfahrung noch. Die wollen uns beschützen quasi, diese Anteile. Die sagen, nee, 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 nee. Also mit unserer Vergangenheit und mit diesem Thema setzen wir uns gar nicht auseinander. Ja. Weil das ist gut, dass das hier in unserem Speicher ganz weit im Keller liegt. Mhm. Weil das war furchtbar und wir sind gerade froh, dass wir es irgendwie handeln können, dass es da unten ist. Wenn das funktioniert oder funktionieren würde, dann würde ich sagen, das ist ja auch wirklich ein guter Deal. Mhm. Warum sich mit irgendwelchen Dramen auseinanderzusetzen, wenn die einen in Ruhe lassen? Nur wenn wir ehrlich zu uns selber sind, sie lassen uns halt nicht in Ruhe. Also es gibt immer solche Lücken quasi, wo das alles wieder hochpoppt. Mhm. Ja. Oder auch, wo unser Körper reagiert. Ja. Also wo
Also wo wir einfach Körpersymptome haben, die wir nicht im Griff bekommen, weil unser System quasi uns darauf aufmerksam machen mag. Schau hin, hier liegt eine Leiche im Keller, die vergiftet dich, dein Leben, deine Beziehungen. So. Ja, das stimmt. Also wir haben schon kurz angesprochen, wie ein Trauma entsteht. Also ist das immer durch Gewalt oder was würdest du, wie entsteht ein Trauma? Also es kann durch verschiedene Arten entstehen. Es kann durch Gewalt natürlich entstehen, es kann aber auch durch Missachtung, durch Nichtbeachtung entstehen. Mhm. Also im Grunde, Trauma beginnt mit der Zeugung. Also alles, was wir erleben, ist in unserem impliziten Gedächtnis gespeichert. Also alles, was ist atmosphärisch, ist Information. Mhm. Also ich sage immer als Beispiel, um sich das zu verdeutlichen, in unserem System gibt es ein Wissen darüber, wie die erste Reaktion unserer Mutter war, als sie gemerkt hat, sie ist mit uns schwanger. Echt? Okay. Gibt es ein Nein, quasi, oh Gott, Hilfe, ich bin schwanger, schon wieder ein Kind. Spüren wir das? Wir spüren diese Ablehnung, wir spüren diese Ambivalenz. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ein Ja, also wir wollen leben. Mhm. Und dann schauen wir, was wir tun können, um trotzdem sein zu dürfen. Und so quasi passen wir uns ganz früh schon auf die Umstände, die wir vorfinden, an. Und wenn wir uns das so bewusst machen, also ich war so ein Kind, das war klar, meine Mutter spricht ja auch offen drüber, nur was das mit mir gemacht hat, war mir viele Jahre überhaupt nicht klar. So werden wir lieb und brav und angepasst. Wir machen es nämlich allen recht, wenn wir brauchen ja eine Daseinsberechtigung. Wenn wir denn lieb sind, dann dürfen wir schon irgendwie sein. Ja. Und so passiert Trauma ganz früh. Einfach als Reaktion auf die Umstände, die wir erlebt haben. Und also ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, ja mei, Prägung beginnt so ab den ersten 2 Jahre oder so, wo wir uns bewusst erinnern können. Davor sind wir halt klein. Also heute kommt es mir schon komisch vor, wenn ich überhaupt darüber spreche. Weil das ist so unlogisch. Also wenn man sich überlegt, die prägendste Zeit ist ganz am Anfang, die 9 Monate im Mutterleib, wo wir wachsen, wo quasi jede Zelle sich ausbildet, wo alle Informationen so einflussreich sind. Und die erste Zeit, die ersten 2 Jahre, wir saugen alles auf, also das ist das Fundament unseres Lebens. Und wir können uns daran nicht erinnern bewusst, aber es sind alle Informationen, die in jeder Zelle gespeichert sind, da. Und da passieren nach meinem Empfinden heute die allermeisten Traumata, wo wir keinen bewussten Zugriff drauf haben. Warum? Weil da können wir nicht weg. Also wir haben, wenn wir klein sind, keine Möglichkeit zu kämpfen und zu fliehen. Ja. Wie? Ja. Im Mutterleib, wo willst du denn hin? Und alles, was später passiert, ist eine Folge und oft eine Wiederholung. Also je verletzter, je empfindlicher wir sind in dieser Anfangszeit, weil das eben schwierig war, desto empfindlicher sind wir natürlich auch oder empfänglicher für Folgetraumatisierungen. Also wenn wir von unserem Grundfundament stabil sind, können wir ganz viel aushalten quasi. Also wir sind sehr resilient, wenn man dieses Wort nehmen mag. Aber wenn von Anfang an ganz viel Trauma passiert ist, ist es wie wenn unser innerer Schutzfilm verlöchert ist. Also da kommt ganz viel, was uns kränkt, was uns verletzt, was uns überfordert, weil wir diese Stabilität nicht haben. Also ich denke, es gibt Kinder schon auch, also dass wir mit einer unterschiedlichen Konstitution auf die Welt kommen. Also es gibt Menschen, die sind einfach robuster, würde ich mal sagen. Die haben viel Trauma erlebt, aber die können es besser wegstecken. Andere sind sensibler, die sind empfindlicher, da geht es nicht so gut. Genau, ja, ja. Also das ist so komplex, also das sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber zu sehen, wenn wir sowieso schon quasi mit vielen Löchern auf die Welt kommen, dann brauchen wir viel mehr Schutz.
Und wenn der nicht da ist, also Trauma ist auch, wir als Eltern, wir können unsere Kinder unterstützen, wenn in der Schwangerschaft viele Komplikationen waren. Ich meine, auch wenn jetzt dieses Kind zum super ungünstigen Zeitpunkt auf die Welt kommt, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich kenne das ganz genau. Also als ich das erste Mal schwanger war, dachte ich, oh Gott, kann ich das schaffen? Wird das gut werden? Also das war jetzt nicht von vornherein die größte Hurra, super, ich bin schwanger, alles ist gut. Und ich denke, das hat mit den Kindern was gemacht. Natürlich ändert sich das dann auch. Und man gewöhnt sich dran und man freut sich. Und also ich finde es das größte Glück, Mutter zu sein. Also ich bin unendlich dankbar. Ja, ja. Aber das war nicht immer so. Und die Informationen sind, also da gibt es halt beides. Auch in den Kindern. Da gibt es einmal diese, oh Gott. Und dann diese vielen positiven Erfahrungen. Aber diese positiven Erfahrungen, die löschen die ersten Erfahrungen nicht aus. Das können die dann, also Trauma kann jeder nur für sich selber quasi anschauen und integrieren, wie ich es nenne. Aber wir können natürlich als Eltern ganz arg viel tun, damit nicht permanente neue Trauma passieren. Also dass wir unsere Kinder nicht permanent retraumatisieren. Und dafür ist eben notwendig, dass wir unsere eigenen Traumata anschauen, weil wir wollen es ja nicht absichtlich. Also wir wollen unsere Kinder schützen. Genau, ja. Und ja. Und so oft kriegen wir es halt einfach gar nicht hin. Und daher ist so der Blick meiner Arbeit, schau bei dir selber. Schau, dass du deine Dinge zu dir nimmst, dass du Herr in deinem eigenen Haus wirst, dass du in der Lage bist, auch in schwierigen Situationen angemessen zu reagieren, deine Kinder wirklich gut begleiten zu können. Also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber ich denke, warum setzen wir uns ein für Bindungsorientierung? Warum ist uns das so wichtig? Meine Erfahrung ist, weil wir das so nicht erlebt haben. Ja. Also weil da ganz viel eigener Schmerz ist und weil wir merken, wir haben keine guten Vorbilder und es ist toll, dass dieser Austausch halt gibt. Also ich denke, als unser Sohn vor 15 Jahren geboren worden ist, das fand ich schon schwierig, überhaupt ein Buch zu diesen Themen zu finden. Heute schau, in Instagram gibt es so viele Beispiele, die so wie du wunderbare Arbeit machen, die eine Orientierung geben. Wie kann es gehen? Wie können wir uns anders verhalten? Wie können wir unseren Kindern quasi davor bewahren, das gleiche Drama zu erleben? Ja, ja, genau. Und obwohl unser Bemühen riesig ist, gelingt es uns mal und dann halt wieder überhaupt gar nicht. Und so glaube ich auch, dass unsere Eltern sich bemüht haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die hatten komische Erziehungsvorgaben, komische Ratgeber und ihr eigener Rucksack. Ja. Das Bedürfnis, das besser zu machen, ist, glaube ich, bei jedem Elternteil riesig. Nur scheitern wir an unseren eigenen Themen. Ja, ich glaube auch. Also früher habe ich auch meinen Eltern ganz viele Vorwürfe gemacht, bis ich mich angefangen habe, mit ihrer Kindheit auseinanderzusetzen. Ne? Und dann habe ich einfach festgestellt, sie haben noch viel, viel, viel traumatischere Kindheit als ich gehabt, als sie mir meine Kindheit ermöglicht haben. Und es muss noch dazu kommen, es gab früher kein Internet, ja. Es gab früher nur quasi diese Bücher, die dann so geschrieben haben, du musst deinen Kindern Grenzen zeigen und zwar auf harte Art und Weise, ja. Ansonsten bleibt das Kind unerzogen, das ist kein wertvoller irgendwie Gesellschaftsmitglied und so, ne. Und dann haben die Eltern einfach gemacht, aber ich habe zum Beispiel, ich persönlich beim einen Eltern auch festgestellt, sie haben schon uns viel, 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 viel weniger Gewalt angetan, als sie das, also als sie selbst erfahren haben als Kinder. Ja, unbedingt. Und ich finde, und es war für uns trotzdem nur zu viel. Ja, und ich finde, genau, und ich finde das so wichtig, was du sagst. Und das muss, glaube ich, jedem bewusst sein, weil viele Mütter fragen mich auch so, wie kriege ich das alles weg, was ich halt, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, das, was in mir drin ist. Und du sagst ja ganz klar, wir kriegen das nicht gelöscht, ja, sondern wir können das in unser Leben integrieren und uns dessen bewusst sein, was wir für einen Rucksack tragen, um zu wissen, welche Bestandteile quasi in diesem Rucksack sind, um bewusster zu handeln, oder?
Also ich würde nicht mal sagen, dass es so wichtig ist, dass wir wissen, was wir alles in unserem Rucksack tragen. Okay. Weil meine Erfahrung ist, es hilft uns nichts für uns selber und unser Handeln, also für unser Verständnis, ja, aber nicht für unsere Reaktionsmuster, wenn wir wissen, was unsere Eltern alles selber für Pakete getragen haben, also quasi die wir übernommen haben. Trauma ist für mich so, Trauma passiert, aber das an sich ist nicht das Problem. Durch Trauma verlieren wir den Kontakt zu uns selber. Also wir spalten Dinge ab in unser, ja, weil es einfach zu viel ist, und wir, also wir verdrängen den Schmerz und wir versuchen uns anzupassen, also unser Fokus liegt im Außen, was können wir tun, um diese Situation zu verhindern. Wir scannen quasi, wie die Eltern reagieren, wie wir uns anders verhalten sollen. Also wir entwickeln uns nicht von innen heraus, was für uns gut wäre. Wir haben diese Unterstützung nicht bekommen, wer sind wir eigentlich, sondern wer sollen wir sein, ja, damit okay. wir sein dürfen. Also wir geben unsere Authentizität auf, weil wir auf Beziehung angewiesen sind. Also wir leben in diesem Spannungsfeld, eigene Entwicklung, also authentische Entwicklung oder und Beziehung. Also wir sind am Anfang unseres Lebens maximal auf Beziehung angewiesen und irgendwann kommt diese Ich-Entwicklung, wo wir dann sehen, ja, ich bin, ich kann, ich will, ich kann mir auf den Boden legen und ich kann zonnen und für meine Dinge eintreten. Und das sind beides, also große Herausforderungen für uns als Eltern. Also die einen zum Beispiel, die können das mit der Bindung am Anfang, wenn die Kinder klein sind, sehr, sehr gut. Also weil da widersprechen die Kinder nicht. Ja, also genau. Die können das denen geben. Andere haben ein Bindungsproblem, die können mit dieser Bindung, mit dieser Nähe, mit dieser permanenten Verantwortung nicht umgehen. Also die fühlen sich vom Kind permanent bedrängt. Also quasi, boah, das will schon wieder irgendwas von mir. Also da ist jeder aufgrund seiner eigenen Erfahrungen anders gestrickt. Und die, die jetzt mit der Nähe Schwierigkeiten haben, die sind gerade froh, wenn das Kind mehr Autonomie entwickelt und dann selbstständig wird. Die anderen, die so bindungssymbiotisch unterwegs sind und das so dringend brauchen, für die ist eine persönliche Verletzung, wenn das Kind jetzt plötzlich Nein sagt, du blöde Mama. Das trifft persönlich, weil, oh, das ist schon mein liebstes Kind und wie kann ich sowas Böses sagen? Ja, ja. Und dann habe ich mit dieser Autonomie ein großes Problem. Also wenn ich jetzt so rumgestrickt bin. Manchmal haben wir auch beides, wo wir mit beiden nicht umgehen können. Aber das hat mit unseren eigenen Erfahrungen zu tun, wie wir uns entwickeln durften. Und dazu schauen der Weg, also klar ist es notwendig, auch das mit den Familien, wie das bei uns war, das in Blick zu nehmen. Aber wichtiger, damit wir innerlich gesund und ganz werden können, ist, dass wir den Kontakt zu uns selber wiederfinden. Wir merken das nicht. Also wir sind oft so symbiotisch verstrickt, obwohl wir erwachsen sind, mit den Eltern, mit den Wünschen, mit den Bedürfnissen, wie wir sein sollen. Das war von Anfang an so. Wir kennen den Unterschied gar nicht. Also ich bin Mama. Also ich bin 40 gewesen, als ich das festgestellt habe. Moment, so mit dem eigenen Willen habe ich es eigentlich gar nicht. Ich mache so das, wie ich sein soll, also wie die Erwartungen an mich waren. Und das ist selbstverständlich von Anfang an so gewesen, mir ist überhaupt nicht aufgefallen. Vor allem, also ich habe mich da wunderbar drauf eingelassen, weil ich habe gemerkt, okay, ich habe ein entspanntes Leben, wenn ich schaue, dass es allen gut geht. Ja, ja. Also das habe ich perfektioniert, um dann festzustellen, Moment, was will ich eigentlich? Wer bin denn ich? Also ich bin gut drin, mich anzupassen, aber deshalb bin ich lange nicht ich selber. Ja, wie findet man sich selbst? Das ist jetzt die Frage, weil ganz viele Mütter fragen mich auch, also wie, also denen, denn, also vielen Müttern fehlt oft diese, wie soll ich das nennen, also diese irgendwie so ein, da kann ich mich ein bisschen dran haften und da weitermachen, weißt du? Viele fragen mich, wie erkenne ich überhaupt, ob ich traumatisiert bin? Okay, vielleicht an diesem Mal, weil ich mein Kind anschreie und da einfach nicht mehr aus dieser Streisituation rauskomme, weil ich so
automatisch handle und erstmal mich überhaupt nicht unter Kontrolle habe. Aber wie merke ich im Alltag, es gibt ja Mütter, die ihre Kinder vielleicht gar nicht anschreien, aber trotzdem Trauma erlebt haben. Also woran erkenne ich das, dass ich überhaupt traumatisiert bin? Oder? Also ich erkenne es an der Symptomatik. Also ich kann das sehen, dass ich zum Beispiel mein Kind anschreie, aber es gibt ja eine viel subtilere Art und Weise, ich ziehe mich in mich zurück, also ich schweige. Ich quasi bei mir geht der Rollladen runter und ich bin quasi nicht mehr anwesend. Also ich kann Kinder traumatisieren, ohne dass ich irgendwas tue im Außen. Also ich muss nicht laut sein. Ja. Für ein Kind, das braucht Bindung, das braucht Beziehung, das braucht ein echtes Gegenüber. Und wenn wir überfordert sind, dann ziehen wir uns in uns zurück. Also die einen, die schreien nach außen, die anderen ziehen sich in sich zurück. Und dann ist keiner mehr da, da ist niemand mehr greifbar. Also ich habe da schon auch öfters mal drüber geschrieben, ich glaube, Schweigen, also das haben viele erlebt, dass die Eltern, keine Ahnung, 2 Tage, reichen schon 2 Stunden für ein Kind, hat kein Zeitgefühl, einfach angeschwiegen worden sind. Also dieses Gefühl haben, ich bin nicht mehr existent. Und das ist maximaler Stress für ein Kind, weil wir brauchen diesen Bezug. Und wenn wir merken, wir sind überfordert und wir verkapseln in uns in uns zurück, sind wir nicht mehr für unsere Kinder da. Und da ist Schreien, ist zwar nicht schön, aber das ist zumindest noch ein Bezug, das ist nur lebendig. Ja, ja. Wenn ich mich zurückziehe und in meiner Schweigemauer vergrabe, dann gibt es gar keinen Kontakt mehr. Vor allem ist also, sie sagen, das unterläuft unser inneres Radarsystem. Irgendwann kapieren wir, die Mama ist verrückt, weil die schreit wie so ein Irrer, ich darf nicht schreien, die tut es, also ist doch die Mama auch komisch. Wenn die Mama schweigt, eisig den Kontakt abbricht, dann ist immer mein Problem, was habe ich falsch gemacht? Und ich arbeite mit Erwachsenen, die heute, also mit 40, 50, 60, plötzlich das bewusst wird, wie schrecklich ihre Kindheit war. Die sagen, nee, bei uns gab es nie keinen Streit, bei uns gab es nie kein lautes Wort. Also angeschrien, nein, das wurde nicht. Also Trauma hat die nicht. Okay. Und dann sieht man, da gibt es aber gar keinen Bindungskontakt. Da gibt es keine, also bei Wohlverhalten, ja, gibt es eine Belohnung, da gibt es eine Beziehung. Aber wenn nicht, gibt es einen maximalen Rückzug. Und es ist für ein Kind das Super-GAU, alleine zu sein und nicht gesehen und gehört zu werden. Und wir spüren also Trauma an unseren Reaktionen. Also wenn wir viele Ängste haben, die wir nicht definieren können. Wenn wir Beziehungen nicht halten können, weil es kompliziert ist. Das kann ja, also es kann die Beziehung zu den Kindern sein, es kann die Beziehung zum Partner sein, es kann auch die Beziehung zu Arbeitskollegen, zu Chefs sein. Wo wir merken, irgendwie sind wir da wahnsinnig empfindlich. Wir kriegen es nicht entspannt hin, so wie es andere hinbekommen. Und wo wir Trauma auch erkennen, ist an unseren Überlebensstrategien. Also so habe ich hier in Instagram angefangen, überhaupt über Trauma zu schreiben, weil jeder sagt, Trauma, also Trauma, das haben Flüchtlinge, das haben irgendwelche, die Schreckliches erlebt haben. Trauma, ich habe dort Kindheit gehabt. Und zu sehen, nee, also ich glaube, wir haben alle Trauma. Und wenn wir uns beobachten, wie wir uns verhalten. Also viele zum Beispiel, also ich habe sowas auch, ich habe was Perfektionistisches. Wenn ich was mache, das muss perfekt sein. Und dann ärgere ich mich selber, wenn irgendwas nicht so gelingt. Inzwischen bin ich da entspannter. Aber früher war das, das hat sowas Zwanghaftes gehabt. Aber diese Menschen, die brauchen, müssen erfolgreich sein. Also mit dieser Kontrolle, mit diesem Ohnmacht, was ich vorher gesagt habe, die müssen besser sein, die müssen über den anderen drüber stehen und die haben ein massives Problem, wenn sie mal nicht der Beste sind. Also es ist ja schön, wenn man gut ist. Ich finde es auch toll, wenn man sich anstrengt. Ich finde es auch prima, wenn man Dinge gut macht. Aber wir spüren das schon, wo wir einen Tick zu viel haben. Auch wo wir eine andere Variante, jetzt waren wir so auf diesem Perfektionsding, aber wo wir uns einsetzen für die anderen, also wo wir, also so dieses Helfersyndrom, wo wir uns kümmern, wir sehen die Not und wir setzen uns ein. Und das ist ja auch prima, also sich für die Welt, für das Drama und für schlimme Umstände sich einzusetzen und die zu verbessern, ist alles gut. Nur ist meine Beobachtung, dass es oft zu viel ist.
Also die eigene Not sehen wir nicht, wir erkennen die Not in den anderen und wir kümmern uns um die anderen und vergessen uns selber. Ja. Und es ist so schwierig, weil für uns gab es noch nie gar keinen Raum. Es war dann notwendig, dass es allen gut geht und dann geht es uns gut. Und wir können, wenn wir achtsam uns beobachten, wie sind wir denn gestrickt? Also mit welcher Strategie gehen wir durchs Leben? Was können wir tun und können wir lassen? Das ist was Gesundes. Dinge, die wir tun müssen, wenn wir uns sonst nicht gut fühlen oder was auch immer. Das ist ein Zeichen dafür, dass das eine Überlebensstrategie ist, wenn wir es nicht lassen können. Also, und wir können, es gibt so viele verschiedene Überlebensstrategien. Wenn wir Sport regelmäßig machen, brauchen wir nur einigermaßen klar kommen zu können. Dinge auch, die sehr positiv erscheinen, aber die nach außen sehr gesund wirken, kann im Prinzip nur jeder für sich selber herausfinden, ist das wirklich gesund oder hat das was Zwanghaftes? Muss ich das tun, um überhaupt überleben zu können? Sind dann diese, daran können wir es erkennen. Sind das diese dann Dinge, die ich immer, also wie erkenne ich, ob dieses Muss etwas, ja, sage ich mal, Freiwilliges ist oder quasi ich zwinge mich da irgendwie so quasi unbewusst und freiwillig dorthin, ist es, wie erkenne ich das? Ist also einfach in sich hineingehen und schauen, ist es für mich wirklich ein Muss oder ein Will, oder? Oder ist das auch nicht also so einfach? Ja doch, das kann man schon sehen. Also ein Beispiel. Ich konnte es zum Beispiel früher nicht, wenn ich jetzt aufs Sofa sitze, also heute kann ich das schon. Setze ich mich aufs Sofa, dann sehe ich, ah, die Blumen sind noch nicht gegossen. Die Fenster sollten wir putzen. Hier ist noch nicht aufgeräumt. Und dann war ich sofort am Springen. Also ich konnte nicht entspannt einfach nur auf dem Sofa sitzen. Okay. Sondern wenn ich dann sitze, merke ich, oh, das ist noch nicht erledigt. Und sofort schon gleich wieder los. Und ich meine, man kann auch nachher aufräumen. Heute denke ich dann, naja, gut. Früher, da war wenigstens immer alles tipptopp. Heute liegt mal hier was rum und liegt mal da was rum. Und irgendwann mal, oh, jetzt ist aber mal wirklich Zeit aufzuräumen, jetzt sollst du dich mal darum kümmern. Und dann ist es auch schnell erledigt. Aber dieses, also ich würde es von mir sagen, früher, das war zu viel. Also ich konnte einfach nicht in Ruhe sitzen, sondern ich habe immer nur gesehen, was erledigt werden muss. Und es gibt immer was zu tun. Also sprich, du kannst nie entspannt auf dem Sofa sitzen. Ja, ja. Und das kann ich merken, wo kann ich einfach sein, wo kann ich gelassen die Dinge einfach auch mal stehen lassen. 5 Grad sein, sagt man bei uns. Und wo nicht. Wo merke ich, kann jetzt nicht entspannt mit meinem Mann auf dem Sofa sitzen, sondern ich muss jetzt nur joggen, weil ich habe heute mein Trainingsprogramm noch nicht erledigt. Oder ich habe hier dieses tolle, wichtige Konzept noch nicht erledigt, das jetzt ganz dringend ich brauche, um den Durchbruch beruflich zu starten. Oder. Also ich denke, jeder kann, also Trauma ist sehr individuell. Und jeder kann nur für sich selber herausfinden, habe ich das in meinem Rucksack? Will ich das angehen oder nicht? Wenn ich mit meinen Überlebensstrategien, auch wenn es Überlebensstrategien sind, gut zurechtkomme. Warum? Kein Problem. Meine Erfahrung ist, es kommen Schicksalsschläge dazu oder eine Krankheit, wo Menschen aufrüttelt, wo die merken, so wie ich bisher mein Leben geführt habe, geht es nicht mehr. Also ich habe keine Kraft mehr zur Verfügung. Ich bin am Ende. Ja. Burnout, Ende, Gelände, tschüss, geht nicht mehr. Und dann, meistens machen sich erst Menschen dann auf den Weg zu schauen. Und wenn sie Glück haben, finden sie eine Unterstützung, die ihnen hilft, tatsächlich auch das in der Tiefe zu klären. Vorher machen wir es halt meistens nicht. Solange es irgendwie nur so geht, wursteln wir uns durch den Tag. Ich glaube, so sind wir irgendwie alle gestrickt. Und für mich ist so meine Arbeit eine Einladung, schaut vorher hin. Und also so quasi prophylaktisch. Also nicht, dass ich Trauma quasi prophylaktisch lösen kann. Aber ich merke zum Beispiel, es hat sich verändert. Also ich habe in der Praxis junge Paare, die haben nur keine Kinder, die sagen, ja, wir merken, wir haben ein Problem. Dieses Problem, das ich jetzt mit diesem Partner hatte, hatte ich mit den vorigen Partnern auch. Am Anfang sieht das alles ganz prima aus, aber ich komme immer an dieselbe Stelle. Und der Partner sagt, mir geht es auch so. Und
Also wir haben begriffen, wir brauchen jetzt nicht den Partner auszutauschen, sondern wir müssen an unsere eigenen Themen schauen. Mhm. Wir wollen eine Familie gründen und wir wollen diesen Rucksack unseren Kindern nicht zumuten. Mhm. Und das finde ich grandios. Also ich musste erstmal ganz viel Drama erleben, wo ich gemerkt habe, ich komme an meine Grenzen, ich kann nicht mehr, bis ich überhaupt erst auf den Weg gehen. Ja, ja, ja. Und jeder macht es halt so zu der Zeit, aber ich finde es schön, wenn man das vorher in Angriff nimmt, auch wenn es noch, also wenn man noch genug Kapazität zur Verfügung hat. Mhm. Weil dann, wenn das Drama groß ist, da ist meistens wenig Handlungsspielraum. Also da müssen wir irgendwie unseren Alltag bewältigen und da haben wir gar keine Zeit, uns mit so Zeug auseinanderzusetzen. Ja, ja, oft ist es so, ja. Das stimmt. Also gibt es ein schönes Bild für die Geschichte, aber das ist so eindrücklich. Da ist einer im Wald mit einer stumpfen Säge und der sägt und sägt und kriegt seinen Baum nicht abgesägt. Aha. Dann kommt einer vorbei und sagt, sag mal, du, dein Sägeblatt ist doch total stumpf. Mhm. Warum schleifst du es nicht? Dann sagt er, ich habe keine Zeit, ich muss den Baum hier absägen. Ja, genau. Und so ist es oft. Also ja. Weil wir so in unserem Hamsterrad rennen, glauben wir keine Zeit zu haben, weil wir, wenn wir uns um die wesentlichen Dinge kümmern, würden wir so viel Raum gewinnen. Aber das sehen wir in dem Moment nicht. Ja, genau. Mhm. Aber ich glaube, ist das nicht so, dass wir auch oft unbewusst das Ganze so verdrängen? Also man, also diese, wenn ich auch mich irgendwie so schlecht fühle, dass ich dann weiß, okay, ich könnte mich jetzt ein bisschen hinsetzen und mich quasi ein bisschen mit mir selber beschäftigen, ja, dass da oft dieses unbewusste, nee, keine Zeit ist oder so. Also wir wollen positive Gefühle haben, wir wollen immer glücklich sein und der Rest wollen wir nicht. Ja, ne? Und da wollen wir uns schnell wieder ablenken. Ja, genau. Und es gehört aber alles zum Leben dazu. Mhm. Also positiv, negativ, das ist so eine Bewertung, die wir im Kopf haben. Mhm. Und wir müssen nicht jeden Tag gleich fit sein. Also das bemerke ich zum Beispiel bei meinem Yoga, da kann ich das mit mehr Abstand sehen. Es gibt Tage, da bin ich einfach unglaublich fit. Also da gelingen mir die tollsten Formationen und ich denke, yes, ich bin hier voller Chef. Mhm. Und am nächsten Tag ist mein Körper nicht so gut drauf. Mhm. Keine Ahnung, vom Zyklus abhängig, was auch immer. Also ich habe eine ganz andere Grundvitalität. Und dann kann ich jetzt das einfach nehmen und sagen, ja gut, also gestern hatte ich dieses sensationelle Erfolgserlebnis. Mhm. Heute müssen wir ein bisschen langsamer machen, heute sind wir nicht so fit. Oder ich kann mich darüber ärgern und dann halt einfach sagen, ja gut, dann muss ich mir mehr trainieren. Also ich brauche quasi immer denselben Fitness-Level. Mhm. Das geht nicht. Ja, ja. Und zu sehen, ich bin heute bin ich schlecht drauf, so wie heute das Wetter auch sehr trübe ist. Es regnet bei uns, morgen scheint wieder die Sonne. Mhm. So haben auch wir unterschiedliche Gestimmtheiten. Mhm. Und wenn wir die Dinge nehmen, so wie sie sind, ist in der Regel gar kein Problem. Mhm. Dieser Widerstand dagegen, das ist das, was anstrengend ist. Ja. Weißt du, was ich hier gerade jetzt fühle, wenn du sowas sagst? Also ich bin auch ein stark traumatisiertes Kind, also arbeite immer noch daran. Aber das, was du jetzt sagst, also fühlt sich für mich so ganz, ganz leicht an. Und als ob jemand gesagt, also jetzt im Moment zu mir sagst, du bist so gut, wie du bist. Und das fühlt sich so gut an. Ich habe sogar Tränen in den Augen. Ja? Also es ist so... Es vielleicht hat jetzt nicht jeder Zuhörer so gefühlt, aber für mich war das so, du darfst sein, so wie du bist. Du musst niemand sein, ne? Und das ist so, so gut. Also Wahnsinn. Ich glaube, das und hat man... Und ich denke, das ist auch das, was wir unseren Kindern geben können, indem wir uns annehmen, so wie wir sind. Ja. Mit unseren Launen, mit unserer Gestimmtheit. Ja. Dann sind wir auch Vorbild, dass die Kinder auch so sein dürfen. Mhm. Also, weil wir kriegen es nicht perfekt hin jeden Tag und auch unsere Kinder nicht. Und das ist nicht notwendig. Mhm. Also ich erinnere mich an eine Erfahrung, wo ich auch die Kinder übelst angeschrien habe. Wo dann unser, ich glaube, der war 2 oder 3 und der sagt, Mama, du kannst ja auch so schreien. So quasi, nicht nur mir geht es so. Ja, und das war so unglaublich verbindend zu sehen, ja, wir bemühen uns, aber wir kriegen es oft halt einfach auch nicht hin. Mhm. Und trotzdem haben wir uns lieb.
Und ja. das war so, ja, wenn das sein darf. Und mhm. alles, was sein darf, kann sich auch verändern. Mhm. Aber wenn wir, wenn Dinge nicht sein dürfen, weil sie perfekt sein müssen, dann wird es echt schwierig. Mhm. Und je mehr wir also Dinge annehmen können, wie sie sind, auch unsere schwierigen Erfahrungen, unsere schwierigen Gefühle, in dem Moment kann sich was bewegen. Mhm. Und das ist schön. Ja, und ich glaube, den meisten Eltern zeigen die Kinder, wer sie sind eigentlich, ne? Absolut. Also ich denke immer, die Kinder sind die allergrößten Lehrer. Ja. Aber zu sehen, wo stehe ich? Genau. Also wir haben oft gar keinen, also wir denken, ja, alles gut. Mhm. Und dann merken wir, nee, da ist einfach ganz viel. Auch unsere Partner sind auch so tolle. Ja, genau. Tolle Lehrmeister. Ja. Und wir, wenn wir das so nehmen und so sehen können, dann können wir bei uns schauen und das als Chance auch nutzen, um uns selber auf die Spur zu kommen. Mhm. Wir können natürlich auch in die Abwehr gehen und können sagen, hier, also unsere Kinder, unmöglich, geht gar nicht. Die bringen wir jetzt mal schön zum Therapeuten, dass der mal hier schaut, dass die Kinder ins Lot kommen. Mhm. Oder unsere Partner, die sollen ja quäligst auch mal an sich arbeiten. So geht es hier nicht. Ja. Dann vermeiden wir die Auseinandersetzung mit uns. Und das Problem lösen tun wir erst mal. Ja, genau. Also manchmal muss ich sagen, bin ich so zwiegespalten. Manchmal bin ich meinen Kindern sehr, sehr dankbar, aber manchmal denke ich, oh, weil, weißt du, die sind so authentisch und so ehrlich. Und gestern hat mein Sohn zu mir gesagt, Mama, also du warst heute so böse, so böse. Und ich denke, hey, ne, einfach, mir ging es einfach irgendwie so innerlich nicht so gut. Und die sind halt, ja, und der hat mir direkt den Spiegel vorgehalten, direkt. Also, ne, der Erwachsene zum Beispiel, mein Mann würde sagen, na gut, also ich lasse die mal in Ruhe, die soll da, ne, so. Aber die Kinder, die halten direkt den Spiegel und ich habe gedacht, ja, stimmt, ne. Also vielleicht, ich weiß nicht, ja, was ich als böse definiert, also so angeschrien oder so ignoriert habe ich nicht, aber vielleicht so ein bisschen rumgemotzt, ja, oder ein bisschen viel rumgemotzt, ja. Und ich finde diese Ehrlichkeit einerseits, also in ganz vielen Situationen bin ich da dankbar, aber es gibt so Tage, denke ich, ja, und jetzt gibst du mir noch eine. Ja. Ja gut, aber trotzdem, auch wenn wir das zu uns nehmen und sagen, okay, das ist jetzt nochmal ein halber Schlag. Ja. Aber trotzdem wissen wir, oder wenn wir ehrlich sind, er hat recht. Ja, genau. Die andere Variante wäre zu sagen, was fällt dir ein, wie redest du mit mir? Ja, genau. Und das ist dann das Problem. Ja. Also das wäre, was nachher dann, was quasi das Trauma auslöst, dass das Kind nicht ehrlich sagen darf, wie es wahrnimmt. Genau. Mhm. Wo das Kind merkt, oh, also hier die Wahrheit zu sagen, das ist hier gefährlich. Mhm. Also das dürfen wir nicht machen. Und da fängt das Problem erst an. Dass du jetzt einen schlechten Tag hast, Mai, so geht's. Und das können die Kinder sehen. Und wenn wir sagen, ja, stimmt, ich habe heute irgendwie einen schlechten Tag gehabt, ja, genau. Und ich war bestimmt böse, dann ist es okay. Dann kann das Kind sagen, gut, also alles klar, ihr habt sagen können, jetzt ist es gut. Und dann ist es auch gut. Ja, es liegt an ihr, es liegt nicht an mir, ne? So. Ja, ganz genau, ich bin nicht schuld. Ja. Wenn ich sage, ja genau, ich war heute schlecht drauf, aber das liegt nur dran, weil du dies nicht gemacht hast und jenes nicht gemacht hast und deshalb. Mhm. Ja, genau. Ja. Dann nimmt das Drama seinen Lauf. Und da können wir wirklich ganz arg viel tun. Und das fängt nur, also das sind so Alltagsdinge, die so wichtig sind. Mhm. Und irgendwie um unsere Trauma-Auseinandersetzung können wir uns dann irgendwann drum kümmern. Aber einmal schon zu sehen, nicht die Kinder sind das Problem. Mhm. Ihre Ehrlichkeit ist nicht das Problem, sondern das Problem sind wir. Mhm. Und wenn wir das so nehmen, findet sich ein Weg. Ja, wenn wir annehmen, finde ich so wichtig. Wenn wir annehmen, ja, genau. Anzunehmen und sagen, ich darf. Wir wollen immer loslassen, ja. Wir wollen es weghaben. Ja. Und das Loslassen, das Weghaben geht, indem wir es annehmen und dann lässt es uns los, dann lässt es sein. Genau. Und das verwechseln wir immer. Ach Helene, ich könnte noch Stunden mit dir darüber sprechen. Das ist so interessant. Also das Thema beschäftigt mich so sehr. Also das ist also besonders so Thema Trauma. Ich habe auch die Reportagen oder auf YouTube, was du da vorgeschlagen hast, den Franz Rupert, habe ich mir auch schon angeschaut. Das ist so mega interessant.
Aber unser Interview geht jetzt langsam zu Ende. Leider. Leider. Ja, aber ich denke, wir haben jetzt viel. Ja. Also so die Essenz, glaube ich, haben wir besprochen. Ja. Und dann kann jeder schauen. Also ich habe jetzt ja meinen ersten Podcast hinter mir und ich merke, das ist gar nicht schlimm, es funktioniert. Ja, das ist toll, ja. Und wie gesagt, es gibt viele Informationen bereits jetzt schon im Netz. Mhm. Und für mich ist das auch so eine Quelle, wo ich denke, ja, das ist so spannend. Also ich beschäftige mich jetzt schon seit mehreren Jahren und meistens ist es so, dass jedes Thema irgendwann ausgereizt war, wo ich gedacht habe, so, das habe ich jetzt kapiert, das ist gut. Mhm. Und dieses Trauma ist aber so elementar, wo ich denke, also ich bin gespannt, was danach kommt. Ob ich das Thema irgendwann mal lasse und sage, naja, so wie jetzt die Logotherapie, also das ist eine Basis, mit der ich arbeite, gar keine Frage. Mhm. Aber da hat noch was gefehlt. Mhm. Und im Moment habe ich so das Gefühl, ja, das ist rund, das ist stimmig. Mhm. Ich weiß nicht, ob noch was fehlt. Ich meine, das kann ich dann erst in 5 Jahren sagen. Ich sage immer, jedes Mal, wenn ich erzähle, also ich mache auch viele Vorträge, ja, dann sage ich, also Stand heute ist das aktuell Beste, was ich weiß. Mhm. Was ich nächstes Jahr empfehle oder was ich sage, hier, das ist die Essenz, das Ultimative, das kann was anderes sein. Also von dem her, keine Ahnung. Aber mich hat noch nie ein Thema so lange und so nachhaltig beschäftigt und vor allem durch nichts kann ich so viel Logik sehen. Also ich habe so das Gefühl, ich begreife dadurch so viele Zusammenhänge. Mhm. Und meine Kinder sagen mir, Mama, bei dir ist ja alles nur noch Trauma. Und ich sage, ja, es ist alles Trauma. Wenn ich mich umschaue, ich sehe tatsächlich nur noch Trauma. Mhm. Und ich wundere mich nicht mehr, warum Menschen sich so komisch verhalten. Mhm. Und wenn, also man bekommt so ein Gespür, was da passiert ist. Und wenn man dann mit den Menschen sich unterhält, also natürlich eine 1:1 Logik gibt es immer nicht, aber man findet einen Grund. Mhm. Und das finde ich, das macht das Leben einfacher. Ja. Also früher gab es Dinge, die fand ich einfach kompliziert. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, dann muss ich meine Kinder bewahren und Hilfe, wenn die vielleicht, dann rutschen die in eine komische Szene und dann nehmen die Drogen und oh Gott. Mhm. Heute mal geht, nein. Also wenn jemand in schlechte Kreise kommt, gibt es eine Ursache dafür. Mhm. Und dann, also dann brauche ich auch nicht mehr so mir keine Sorgen mehr machen, sondern dann weiß ich, hat Trauma als Ursache, ja, kann man integrieren, gibt es eine Lösung, wir finden für alles einen Weg, wenn jemand bereit ist, den zu gehen. Mhm. Und manchmal, also das denke ich auch, wir können nicht alles lösen, wir können auch für unsere Kinder die Probleme nicht quasi aus dem Weg schaffen. Mhm. Eine Lehrerin hat es mal gesagt, manchmal muss man sich die Nase blutig schlagen. Das gehört zum Leben dazu. Wir brauchen Erfahrungen und manchmal auch schmerzliche Erfahrungen, dass wir uns auf den Weg machen. Mhm, ja. Vorher tun wir es uns oft nicht. Und wir können dann niemand davor bewahren. Aber den Weg darf jeder gehen und wir können ein gutes Beispiel sein. Und dann, finde ich, haben wir unseren Job erledigt. Genau. Elena, ganz viele Zuhörer werden bestimmt dich ganz, ganz toll finden, so wie ich. Wo findet man dich? Erzähl mal. Also, ich habe meine Praxis hier in Ulm und ich schreibe in Instagram, ich habe eine Internetseite, wo ich schreibe, also bisher sprechen habe ich bisher noch nicht gemacht. Mhm. Das werde ich jetzt vielleicht mehr machen, aber das, also ich finde es, wenn jemand sich für das Thema interessiert, gibt es eben viele Informationen, also auf meinen Seiten kann man da viel nachlesen. Mhm. Ich arbeite nicht online, also ich mache keine Online-Beratung mehr, weil ich merke, so die Methode, mit der ich arbeite, da braucht es eine Präsenz vor Ort. Mhm. Und es gibt von diesem Franz Ruppert ganz viele Therapeuten, die ähnlich ausgebildet sind wie ich, im ganzen Bundesgebiet, und wenn man sieht, boah, ich mag Traumaarbeit machen, in dieser Art und Weise, also das wäre dann jetzt mal ein eigenes Thema, wie ich jetzt Trauma integriere, wie ich arbeite, der kann eben, das findet er bei mir auch auf der Seite oder bei dem Franz Ruppert eine Empfehlungsliste mit Therapeuten, die nach dieser Theorie, nach dieser Methode arbeiten, und in der Regel findet sich jemand vor Ort, weil es braucht da tatsächlich eine Begleitung, und
da ist es vielleicht auch wichtig als Maßstab, jemand muss einem sympathisch sein. Mhm. Also du hast das gestern so schön gesagt, ich glaube, das sind die Menschen, die uns begleiten. Nicht die Theorie, nicht die Methode, ja, sondern das sind die Menschen. Also wenn ich mich gut fühle, in dem Kontakt, dann kann sich was bewegen. Der kann noch so mega ausgebildet sein, wenn er nicht sympathisch ist, kann die Dinge nicht nehmen, Punkt. Genau. Also die Seiten von dir, also Internetseite und die Seite von der Facebook, verlinke ich euch allen in den Shownotes. Von Instagram? Genau. In Facebook mache ich schon lange nichts mehr, aber Instagram? Mhm. Genau. Und da kann man einfach nachlesen über diese Arbeit. Da sind auch viele Beispiele, wie so eine Trauma-Integration funktioniert. Mhm. Genau. So, dann zum Schluss. Kannst du einen wichtigen Satz unseren Zuhörern auf den Weg geben? Und dann werden wir uns verabschieden, meine liebe Elena. Also der wichtigste Satz im Moment, was ich finde, ist, geht darum, sich selber in den Blick zu nehmen und gut mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Mhm. Wenn wir in Kontakt mit uns selber sind, wissen wir, was zu tun ist, und wir sind ein Geschenk für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Mhm. Schön. Okay, vielen Dank, liebe Elena, für dieses wundervolle und so informatives Interview. Also mir hat das total viel Freude bereitet, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich bin jetzt wirklich so dein Fan geworden. Nee, wirklich. Also ich finde, du erklärst das alles so ganz einfach und so schlüssig und so logisch. Und auch du drängst die Leute nicht in eine bestimmte Richtung, sondern du gibst ihnen auch ganz viel Freiraum. Und sie entscheiden, was für sie das Richtige ist. So, und das mag ich total an dir. Ja, und das glaube ich auch, das ist ganz arg wichtig, dass wenn wir Schritte gehen, die müssen aus uns selber herauskommen. Mhm. Wenn irgendjemand sagt, so sollst du es tun, das wäre gut, da gehen wir automatisch gleich schon in Widerstand. Das möchten wir nicht. Keiner will das. Genau. Also da musste ich auch viel lernen. Also ich wüsste jetzt schon, wie mein Mann sich verhalten sollte, dass das gut wäre. Und meine Kinder weiß ich auch. Und die sind tatsächlich resistent für meine Tipps gewesen. Dann habe ich gemeint, gut, schau bei dir selber, nimm die tollen Ratschläge, die du anderen gibst, nimm sie für dich, setz die um und dann schau, vielleicht lernen sie an deinem Beispiel. Ja. Okay, mein Lieber, also vielen, vielen herzlichen Dank für deine erste Podcast-Folge, die war einfach super und sensationell, hast du das super gemeistert. Und auf jeden Fall, wir bleiben in Kontakt über Instagram, vielleicht entstehen irgendwann mal auch andere Projekte. Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich danke dir und vor allem auch für die technische Einweisung, durch die das ja erstmal möglich war. Der Malke, der brauche ich so einen Tritt von außen, weil von alleine würde ich überhaupt nie auf die Idee kommen, dass das jetzt notwendig wäre, dass ich hier jetzt einen Podcast mache. Nee. Aber ich habe das Gefühl, es ist gut. Ja. Und vielen Dank dir. Ja, danke, Elena. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Na, was sagt ihr? Habt ihr neue Erkenntnisse, neues Wissen, vielleicht auch ganz viele Gefühle? Also ich habe besonders zum Schluss des Interviews auch ein paar Tränchen verloren. Es hat mich schon